Florian Niederlechner steht für Fußballromantik, wie man sie nur noch selten erlebt. Aus der 5. Liga durchgestartet, bis ganz nach oben in die Bundesliga. Bayernliga war damals so, boah, da hat jeder gesagt, auch von meinen Freunden, ja super, geil, dass du es gekauft hast. Hab mir kein einziges Mal habe ich an Bundesliga, an zweite Liga, an dritte Liga gedacht, weil ich mein Beruf ausgibt habe, habe eine Lehre gemacht. Zum Industriekaufmann, ganz bodenständig. In seinem Zweitjob Fußballprofi macht er mittlerweile auch Karriere. Mit 8 Saisontreffern in der Bundesliga, bester Torschütze beim SC Freiburg. Also vorgestellt habe ich es mir auf alle Fälle. Ist ja klar, man muss sich immer positive Sachen vorstellen. Ob ich es glaubt hätte, weiß ich nicht. Ich habe schon so gesagt, ja, nachdem die zweite Liga echt gut verlaufen ist, die Rückrunde, habe ich mir schon gedacht, dass ich echt den Sprung jetzt in die Bundesliga schaffen kann hier in Freiburg. Natürlich habe ich auch mit dem Trainer der wo auf mich baut, der wo mich oft spielen lässt. Christian Streich holte Niederlechner Anfang 2016 aus Mainz in die zweite Liga zum Sportclub. Ein goldenes Händchen. Der Stürmer zahlte das Vertrauen des Trainers mit Toren zurück. Dann sind wir natürlich aufgestiegen, ein Wahnsinnserlebnis. Genau so, wie ich es mir vorgestellt habe, ist alles gekommen. Und darum sind jetzt die fast 1,5 Jahre bisher gut verlaufen. Seit dieser Saison in der Bundesliga angekommen. Versuch Nummer 1 in Mainz scheiterte. Doch in Freiburg passt es in jeglicher Hinsicht. Freiburg ist eine wunderschöne Stadt. Es hat immer ein paar Grad mehr wie woanders da. Das ist natürlich nur umso schöner. Wohlfühlfaktor Breisgau. Noch ist der 26-Jährige nur ausgeliehen aus Mainz. Freiburg besitzt aber eine Kaufoption. Wie es im Sommer weitergeht, noch unklar. Niederlechner nimmt's gelassen. Bin ich ehrlich, da machen wir noch gar keine Gedanken. Momentan ist echt voller Fokus auf Freiburg und Bundesliga und schauen, dass wir noch die Saison geil zu Ende spielen. Bedeutet konkret, dass Freiburg die realistische Chance auf die Europa League hat. Der Aufsteiger begeistert, auch dank solcher Typen wie Florian Niederlechner. So richtig hochdeutsch ist er nicht, aber mittlerweile ist es so gut, dass mir jeder versteht und dass ich keinen Untertitel brauche.